Hi, mein Name ist Jana und ich teste heute für euch das Disneyland Paris. Das hat nach 4 Monaten zum ersten Mal wieder geöffnet. Hallo, ich bin Martin Eisenlauer und wir sind heute für euch hier im Heidepark Soltau und wir gucken uns jetzt gleich mal an, wie das hier mit Corona so funktioniert. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das hier mit den Corona-Regeln und im Freizeitpark eigentlich so verträgt. Freizeittag dürfen natürlich auch Achterbahn nicht fehlen. Das hier ist die Star Wars Achterbahn. Die teste ich jetzt mal aus und check mal, wie das so funktioniert mit der Desinfektion. Hier gibt es schon mal den ersten Desinfektionsspender. Dann benutze ich direkt mal, der ist auch noch sehr voll. Das ist schon mal gut. Und hier auf dem Boden sieht man die Abstandsregeln. Wenn hier mal eine längere Schlange sein sollte, dann muss man diese Abstände einhalten. Und ich gehe da jetzt erstmal rein. Die größte Herausforderung für die Freizeitparks ist natürlich, dass alle Besucher während des gesamten Besuchs eine Maske tragen müssen. Und wie Achterbahnfahren mit Maske so ist, das teste ich für euch jetzt mal aus. Die erste Achterbahnfahrt mit Maske war ganz gut eigentlich. Und jetzt gibt es hier wieder Desinfektionsmittel. Das nehme ich noch einmal. Einmal nochmal die Hände desinfizieren. Und jetzt geht's weiter. Wir gucken mal, wie das in den anderen Attraktionen aussieht. Händewaschen ist eine unserer wichtigsten Waffen im Kampf gegen das Virus. Kann man nicht überall machen, vor allen Dingen nicht hier im Freizeitpark. Deswegen hängen 120 dieser Spender hier überall. Und in einigen Fahrgeschäften ist es sogar Pflicht, sich vorher und nachher die Hände wieder zu desinfizieren. In den Shops ist es übrigens auch Pflicht und da gehe ich jetzt hin. Eigentlich war ich ja mit Mickey am Schloss verabredet, aber irgendwie hatte der heute keine Zeit für mich. Deshalb habe ich mir jetzt einen Termin hier geholt. Da kann ich Mickey treffen und ein Selfie mit ihm machen, was in Corona-Zeiten ja eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und ich bin gespannt, wie die das hier lösen. Ja, Schlange stehen macht nirgends Spaß. Und auch hier im Freizeitpark ist es so, dass es nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber es ist ein bisschen wie beim Supermarkt auch. Eigentlich sollten alle Abstand halten, eigentlich sollten alle eine Maske tragen. Die meisten halten sich dran. Ob es immer 1,50 Meter ist, würde ich jetzt nicht unbedingt wetten wollen. Aber unterm Strich funktioniert das relativ gut. Und dadurch, dass nicht so viele Besucher hier im Park sind, wartet man auch nicht so lang wie sonst. Wie ihr seht, habe ich mein Selfie mit Mickey noch bekommen. Disneyland hat es geschafft, alle Corona-Regeln umzusetzen. Wer Lust auf einen Besuch hier hat, da lohnt es sich definitiv. Es ist nicht ganz so, wie man es sonst eigentlich plant, aber man kann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir wollten wissen, geht Freizeitpark und Corona? Und nach einem Tag und ganz, ganz viel Sonne kann ich nur sagen, ja, das geht wunderbar. Die Tickets sind momentan sogar ein bisschen günstiger. Es sind weniger Menschen im Park. Und ja, man muss wegen Hygienemaßnahmen an dem ein oder anderen Fahrgeschäft einen Moment länger warten. Aber unterm Strich macht es wahnsinnig viel Spaß. Und die Maske stört einen genauso wie beim Einkaufen, aber es ist kein Drama.